Herzlich willkommen zu Lektion 3.2. Ich bitte dich, falls du 3.1 und 3.0 noch nicht gesehen hast und dich mit dem Spotting-System nicht besonders vertraut gemacht hast, mach das zuerst, ansonsten wird sich die Lektion nur halb lohnen. Es geht heute um drei Maps. Es geht darum, auf Mittelburg, auf Yamato und auf Steinfeld erstmal wirklich das Spotting-System zu deinem Vorteil zu nutzen, ganz früh bereits First Spots zu liefern und deinem Team zu helfen. Und ich werde alle drei Maps genau mit euch besprechen. Wir setzen hier Fokus auf die Spieleröffnung, das bedeutet Spots, so die ersten Minute bis anderthalb. Und was da genau rausgekommen ist, das seht ihr in den folgenden Minuten. So, herzlich willkommen hier auf Mittelburg in der ersten Map, die wir hier beidseitig uns jeweils angucken. Das hier ist ein Panzer 58 Mutz. Ich habe absichtlich nicht den schnellsten Panzer genommen, um euch zu zeigen, hey, man braucht nicht immer das schnellste Fahrzeug. Man kann das auch mit mittelguter Mobilität schaffen. Das hier ist so ein alternativer First Spot. Ihr werdet gleich sehen, was da passiert. Ich fahre hier an die Ecke ran, stehe immer noch hold down, wenn ich nicht zu weit rausstehe und kann hier wirklich drei verschiedene Fahrzeuge bereits spotten. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was mehr und kann vor allem auch schießen. Ich werde euch im Anschluss direkt natürlich auch Beweismaterialien liefern, also Gefechtsauswertung, wo ihr wirklich seht, was ich bereits gespottet habe. Was ist der Vorteil von dieser ganzen Sache? Ich weiß jetzt bereits, wo sich drei Viertel vom gegnerischen Team befindet. Ich kann hier in die Mitte reinschießen. Ich kann wirklich bis zum Gegnerspot hier oder Gegnerspawn komplett spotten. Nutzt das zu eurem Vorteil, wenn ihr der erste Seite einen Spot liefert. Das steigert erstmal die Winrate von euch, denn ihr habt mehr Infos. Das steigert die WN8, denn auch die Spots fließen ein und vor allem habt ihr einfach mehr Siege dadurch, auch mehr Spielspaß. Ich würde euch empfehlen, wir gucken uns das allerdings beidseitig an. Also, auch von der Gegenseite ist natürlich dieser First Spot zu erreichen. Allerdings verrate ich schon jetzt, der ist nicht ganz so effektiv. Ich will aber auf die Gründe eingehen, warum das so ist. Das gleich in den zwei nächsten Abschnitten. Aber was ist der Vorteil von dieser Position, wenn du nicht spotten kannst? Du fährst hier ran und du befindest dich etwa zentral der Map. Das heißt, du kannst runterfahren und auch hochfahren. Besonders bei dieser Map weißt du ja nie genau, wo der Gegner hinkommt. Ich kann hier nichts spotten. Ich kann auch nicht zum gegnerischen Spawn wirklich gut spotten oder wenn die fahren, warum, seht ihr eben gleich. Aber ich habe hier die Option, falls die Gegner unten gespottet sind, bin ich extrem schnell. Erstens mal, wenn hier trotzdem was auf der Medium-Flanke kommt, kann ich mich ganz schnell runterfallen lassen, kriege vielleicht ein, zwei Schüsse rein, lebe immer noch. Oder wie in diesem Fall, kann ich trotzdem sehr, sehr schnell runterfahren. Natürlich sowieso mit einem mobilen Badget unterwegs. Aber ihr seht, selbst wenn ihr keinen First Spot hier auf Mittelburg landen könnt, lohnt sich diese Position, denn ihr könnt euch wirklich enorm schnell fallen lassen. Kommen wir hier aber nun zu den Videos, wo es darum geht, warum das dieser Spot von der einen Seite besser ist. Der Grund dafür, warum dass dieser Spot nur von der einen Seite besser funktioniert, ist folgende. Hier seht ihr erstmal den Spawn, der schlecht geschützt ist vom Gegner. Er bereitet sehr viele flache Fläche, bis die Panzer erstmal verschwinden. Das heißt, der Anfahrtsweg bleibt vom Gegner offen. Wenn wir jetzt auf die andere Seite rüber switchen, dann seht ihr hier diesen Spawn. Der bietet zwar auch ein bisschen offene Fläche, aber die Gegner, die hochfahren, die haben sehr, sehr schnell einen gedeckten Fahrweg. Und deswegen könnt ihr hier nur dann spotten, wenn der Gegner wirklich unzuverlässig ist und nicht geschlossen fährt. Von daher empfehle ich den Spot trotzdem beidseitig, denn er lohnt sich tatsächlich. Denn ihr habt ja gesehen, von der einen Seite könnt ihr Spots liefern und von der anderen Seite habt ihr die Option, euch sehr schnell zurückzuziehen. Oder falls jemand in der Stadt ist, könnt ihr das sehr schnell decken. Ich möchte aber wirklich dazu sagen, die First Spot, die ich jetzt zeige und auch auf den anderen Maps, die gleich kommen, dazu gehört ein gewisser Skill Cap dazu. Seid ihr ganz neu im Spiel, dann empfehle ich euch diese Spots nicht anzufahren, denn die erfordern wirklich einiges von euch und ihr könnt sehr schnell bereits vom Spiel rausgenommen werden. Gegenüber dem klassischen First Spot auf Steinfeld gibt es hier den alternativen First Spot. Wichtig, ich habe nicht ganz alle Spiele geschafft, in Random aufzunehmen. Das hier ist aber eine Random-Situation. Ich steige hier wieder in der Badget. Ich mache nicht den alternativen First Spot. Ich will davor bereits Infos liefern. Ich kann hier an den Aufgang fahren. Ich bitte euch, müsst ihr aufpassen. Ihr werdet da ebenfalls gespottet und kann hier jeweils alle Heavys zumindest, die Medis wird es nicht reichen, weil die zu schnell sind, kann ich bereits spotten. Auch hier in Vierer Spot. Mein Team weiß also genau, was sie hier erwarten kann. Für mich heißt es, ich habe die Infos. Ich kann hier erstmal flanken. Denn ich möchte nicht frontal mit einer Badget gegen diese Heavys kämpfen. Deswegen kann ich jetzt mit gutem Gewissen
außenrum fahren. Ich zeige euch das Ganze noch von der anderen Seite mit einer Ruhe gemacht. Diesmal haben wir teamintern gedreht. Auch hier ist es genau möglich. Ich möchte dir zeigen, dass es hier zwei kleine Optionen gibt. Erstmal Steinfeld Spot 1, das ist die Option ohne Busch. Das ist eigentlich genau seitenverkehrt wie davor. Auch hier wird es reichen, um die Heavys zu spotten. Ihr geht hier wieder einen Aufgang. Wichtig, ihr geht hier auch auf, das heißt, ich werde hier gleich aufgehen, deswegen wirklich mit Vorsicht zu genießen. Und ich muss mich hier zurückziehen, es reicht aber, wenn ich die First Spots liefern kann. Funktioniert noch besser mit Gun Depression. Hier gibt es noch eine zweite Alternative, die ein bisschen aggressiver ist und nochmal für geübtere Spieler. Aber ihr werdet bis auf 100 Meter kaum gespottet. Das ist nämlich die Option 2 und mit Busch-Option habe ich die jetzt genannt. Bedeutet, ihr fahrt hier tatsächlich durch. Und um bessere Fläche zu haben, könnt ihr hier diesen Busch, den könnt ihr wirklich gut nutzen. Und ihr merkt, die fahren durch und ich gehe im ersten Moment auch nicht auf. Das heißt, ich wäre natürlich jetzt bereits weggefahren. Ich wollte aber warten und gucken, wie lange geht es, bis ich gespottet bin. Also es funktioniert wunderbar. Erst jetzt bin ich gespottet. Den Busch, dann kann man hier perfekt verwenden. Schnelles Fahrzeug wegfahren. Somit habt ihr auf Steinfeld jetzt auch eine alternative Option, um wirklich diese Feuerspots zu liefern, um dadurch noch schneller mehr Infos für euer Team zu holen. Auch auf Yamato gibt es natürlich diesen First Spot, der ist sicherlich auch bekannt, aber da steht nämlich geeignet, aber gefährlich. Und warum das der so gefährlich ist, das möchte ich dir gleich zeigen. Ich hatte hier das Vergnügen, diesen Spot random gleich zweimal liefern zu dürfen. Im ersten Mal habe ich hier, und ihr seht etwa, welche Sichtweite ich habe, ihr müsst hier oben drauf wirklich aufpassen, habe ich einfach die beiden Panzer gespottet. Das waren aber auch so ziemlich alle Panzer, die wirklich auf meine Seite rübergefahren sind. Der E3 und der Centurion, also ich kann die spotten, stehe hier. Aber auch seitlich kann ich spotten, auch wenn da jetzt, ich hätte jetzt auch zum Beispiel hier diesen Foch selber spotten können. Darum geht es hier nicht. Ich kann hier von der Mittelposition unheimlich gut wirken. Ich kann bis hinten zum Schiff wirken. Ich kann in die Zwischengaschen schießen. Und ich zeige euch das gerade noch ein zweites Mal, was passiert, wenn sehr viele Gegner auf die Mediumflanke kommen. Das ist nämlich auch normalerweise bei Yamato so der Fall. Ich fahre diesen First Spot also hier ganz normal an. Der funktioniert übrigens von der anderen Seite genau gleich. Das werde ich euch aber auch gleich zeigen. Und zwar, ich kann hier hochfahren, spotte hier bereits was und wirklich alles, was sich da hinten am Spawn bewegt, ich bin selber noch nicht auf, kann ich tatsächlich spotten. Ich kriege alles auf und ihr seht, ich lasse mich fallen, für die, die wissen, womit ich spotte. Ich fahre dann hier nochmal hoch und spotte bereits die nächsten Panzer. Das war natürlich ein Erfolg, hier ein Vierer-Spot. Ich kann aber auch, nachdem dass ich hier gespottet habe, von dieser Mittelposition wirklich gut wirken. Alle, die hier nochmal crossen, kann ich beschießen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe auch die Option, mich von dieser Position zurückzuziehen. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Was jetzt aber noch so maßgebend ist, hey, die Büsche, die hier extrem als Sniper-Büsche fundieren, wann werden wir gespottet, wann nicht? Dazu habe ich euch Versuche gemacht und ich möchte euch die zeigen. Und zwar habe ich die mit einer Ruhe gemacht. Der Mando und der Freddy, die saßen jeweils im Busch und ihr seht, ich kann hier hochfahren, ich nütze übrigens die Bäume, schmeiß die um und ich werde beide spotten, solange, dass sie nicht im Busch stehen. Wenn die beiden Panzer aber hier an diesem Sniping-Spot jeweils hinter einem Busch stehen, dann sieht das wie folgt aus. Ich werde hier hochpieken und ich werde sie nicht spotten können. Bedeutet für euch, selbst wenn ihr hier nicht spottet, passt auf, es könnte immer noch ein TD hinter dem Busch sein. Seid euch da nicht zu sicher und vermeidet hier Fehler. Meistens sind es ja TDs, die wirklich hohen Alpha-Schaden haben. Erst wenn sie schießen, da haben sie gleich geschossen, dann gehen sie auf, also da könnt ihr euch sicher sein. Wir machen das Ganze hier nochmal von der anderen Seite. Auch hier sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Ich kann hier auch oben drauf stehen und werde die, das werdet ihr gleich sehen, nur spotten können, wenn die nicht hinterm Busch sind. Also die sind beide hinterm Busch, ich kann die nicht aufkriegen. Erst wenn die beiden schießen, gehen die tatsächlich auch von dieser Seite auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann hier wirklich gut oben drauf stehen, allerdings ne, mit Gefahr zu nutzen. Hier, wenn die geschossen haben, gehen sie beide auf. Wenn ich allerdings schieße, und das mache ich auch gleich, werde ich auch aufgehen. Also seid euch das bewusst, lasst euch immer wieder rückwärts fallen und dann werdet ihr auch wieder zugehen. Wenn die beiden Panzer sich nicht der Buschnutzung oder in der Buschnutzung sich auskennen, dann werden die von Anfang an bereits gespottet werden. Das seht ihr hier. Ich kann die beide aufkriegen, kann mich wieder fallen lassen. Ich selber bin noch nicht auf, liegt aber daran, dass ich in der Ruhe sitze. In anderen Panzer könnt ihr hier wirklich gespottet werden. Müsst aufpassen. So, ich hoffe, ich konnte euch Yamato anhand von zwei Beispielen in Random zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Und ich konnte euch zeigen, dass man hier wirklich
Man muss wissen, wann gehe ich auf und wann gehe ich nicht auf, um diese sehr gefährlichen First Spots zu liefern. Dazu kann man aber sagen, alle diese Spots, die ich gezeigt habe, das sind jetzt nicht ganz gewöhnliche Spots, die man liefert so. Die sind gefährlich, du bietest mehr Angriffsfläche und kannst aber dafür auch deutlich mehr spotten. Ich empfehle dir, und das habe ich bereits erwähnt, die nur zu verwenden, falls du alle anderen First Spots schon kennst, die man so sicher machen kann. Du wirst aber, falls du die ausnutzt, wirklich reichlich damit belohnt. Und ich habe zu Beginn geschrieben, ja, du hast danach eine höhere Winrate. Das kommt, weil wenn du von Beginn an sehr, sehr viele Infos an dein Team lieferst, dann kannst du dir sicher sein, dass du die Gefechte öfters gewinnst, weil dein Team bereits bevor das Spiel richtig angefangen hat, also die Hauptgefechtsphase, bereits die Infos vom Gegnerteam hat, während dem Gegnerteam natürlich die Infos fehlen. Auch deine WN8 wird steigern, weil anhand von den Spots, je nachdem wie viele Spots das du zu Beginn lieferst, geht das auch in deine WN8-Wertung rein. Und auch der Schaden wird steigern, denn wenn du sehr früh bereits Spots machst, gibt es hier einige Maps, die sehr, sehr früh die Option geben, bereits viel Schaden zu schießen. Das waren die ersten drei Maps. Ich würde mich freuen, falls ihr den Kanal supporten wollt, ihr wisst, wie das funktioniert und ich freue mich jetzt bereits auf Lektion 3.3. Schreibt mir doch bitte in den Kommentaren, ob ihr das so in Ordnung findet. Ich habe gesagt, ich nehme immer nur drei Maps auf einmal, weil es sonst zu viel wird und dafür möchte ich dir ein bisschen ausführlicher erzählen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.